Möchten Sie sich hinsetzen? Nein. Okay. Markus, oder stehen wir noch ein bisschen? Wir stehen halt. Wir stehen, okay. Sie haben gesagt, man kann die Produkte von der Kassa direkt ins Web auf den Herold-Eintrag implementieren. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe beispielsweise eine Kassa und ich kassiere was über dieses webbasierte Tool. Ja. Und dann mache ich einfach nur einen Hackel und damit geht das automatisch in meinen Herold-Eintrag. Ich suche in der Administration, in meiner Produktsammlung, in meiner Administration der Kassa die Produkte, die ich künftig sozusagen präsentieren möchte, setze einen Haken und sage, dieses Produkt möchte ich auf einem Online-Portal darstellen. Ob das jetzt Herold.at ist oder ob das eine Webseite ist, das kann mit einem XML-Feed, so nennt man das technisch, durchaus realisiert werden und ist ein ganz kleiner Weg dorthin. Mhm. Und ist das noch mit zusätzlichen Kosten? Weil Sie haben gesprochen so 450 Euro habe ich mal aufgeschrieben. Gibt es da noch irgendwelche Wartungskosten, die anfallen oder monatliche Kosten? Nein. Herold wird immer mehr von der Branchensuchmaschine auch zur Produktsuchmaschine mutieren. Viele haben das vielleicht schon gesehen. Es wird sozusagen, man lehnt sich hier an Services an, die man kennt. Und mit dieser Verbindung auch zu diesem nationalen, internationalen Suchmaschine, Google, diese Verknüpfungen, denken wir, dass es auch eine tolle Chance ist für KMUs oder auch für Kassenanwender. Wir haben nicht nur KMUs, um Gottes Willen, als Kassenkunden. Wir haben Kassenkunden, die 30 Kassen gesamt betreiben, über ganz Österreich verteilt. Auch das ist also kein Thema. Aber uns liegen gerade diese Kunden sehr stark am Herzen, die diese Online-Power selbst nicht haben können. Jetzt habe ich, komm ein bisschen weiter her, du bist zu weit weg. Ja. Jetzt habe ich eine Frage an Sie beide eigentlich. Also, wir haben ja eine Erhebung von der Wirtschaftskammer Österreich ausgemacht, indem wir befragt haben, wie viele Betriebe noch keine Kassa haben. Sie haben es eh erwähnt, also es ist erschreckend viel. Mit Ende Mai waren das ein Viertel. Jetzt haben Sie gesagt, glaube ich, 6 Wochen Einschulung und die Schonfrist rennt vorbei. Mit 30.06. aus. Ja. Die Frage an beide, wie soll sich das ausgehen? Ja, ganz einfach, es geht sich nicht aus. Es werden viele, viele keine entsprechende Lösung haben und wahrscheinlich auch wird es leider viele erwischen, die dann teilweise auch Strafe zahlen müssen, weil ganz einfach das Gesetz sagt, dass per Ende Juni das funktionieren muss und in Betrieb genommen sein muss. Also wir sehen das ähnlich. Wir haben nicht, dass es der Einschulungsaufwand, das möchte ich nochmal klarstellen, nicht den wir einschätzen sagen, oder wir geben müssen. Es ist, glaube ich, diese Sicherheit zu gewinnen, das System richtig zu benutzen. Und man macht Fehler, hundertprozentig. Und diese Fehler hängen einem nach. Die fügen auch Schaden zu am Ende des Tages, wenn ich für mehr Geld Vorsteuer bezahle, das ich gar nicht sagen, wirklich eingenommen habe. Okay. Aber ich glaube ja, es wird sehr schwierig werden, sagen, in dieser ganz kurzen Zeit der Strafschonfrist das heißt, noch. Wir als Wirtschaftskammer sind wieder gefordert, ist eh eine unserer Hauptforderungen, dass man eben diese Schonfrist auf alle Fälle noch bis Ende des Jahres verlängern. Herr Schwingenschlügel, Sie haben eine Frage. Gibt es ein Mikrofon für den Herrn? Kommt schon. Sie kriegen ein Mikrofon. Man hört Sie nämlich leider nicht. Moment. Jetzt. Jetzt geht's? Bitte. Okay, meine Frage. Wenn Sie von 25% sprechen, die noch keine Kasse haben, was ist das wirklich in Anzahl von Kassenplätzen, die insgesamt gewissermaßen also unter Registrierkassenbedarf im Lande ist und wie viel halt davon noch keine haben? Also unsere Umfrage, und ich glaube, die war schon recht repräsentativ, also wir haben 5.000 Rückmeldungen und davon waren es 25%. Wie viele Kassen an sich im Umlauf sind, das sind die Experten eher im Bilde. Ja, also wir sprechen immer von 300.000 bis 400.000 Kassen und das sind halt 25%, 100.000 Kassen. Okay. Wobei das eine Umfrage vom Handel war und wir schätzen es so ein, dass der Handel schon sehr weit vorne ist. Okay. Die ganz kleinen Dienstleister zum Beispiel werden noch nicht alle eine Lösung haben. Also wir wissen es zum Beispiel von Ärzten, die haben noch alle sehr viel Zeit sich gelassen. Ja. Wir wissen es auch von Tierärzten, aus all unseren Erfahrungsquellen, die wir haben, auch gemeinsam mit unserem Partner hier, die sind auch sehr träge. Und das, was Sie auch angesprochen haben, ist ein ganz interessanter Faktor gewesen. Es gibt sehr viele Betriebe, die weit mehr als eine Kasse brauchen. Und wir haben auch das Phänomen, dass wir
permanent Anfragen bekommen, habt ihr Leihkassen für uns, denn wir haben eine Veranstaltung oder wie auch immer. Es sind schon sehr viele Dinge und die Anzahl der Kassen, glaube ich, ist eine wirklich ganz, ganz schwarze Dunkelziffer. Nächste Frage noch an Herrn Gutlederer. Sie sprechen von 450 Euro im Jahr. Ja. Gleichzeitig sagen Sie, naja, wir haben ungefähr 6 Wochen zu tun, um die Leute einzuschulen. Also das passt mir meiner Meinung nach kostenmäßig nicht ganz zusammen. Was decken die 450 Euro wirklich ab? Ja, die 450 Euro sind sozusagen die Kosten für eine Hauptkasse im Jahr. Die Betriebskosten, die gesamten Kosten, die Sie haben. Wir verrechnen keine Installationskosten. Es gibt de facto keine Installation. Sie bekommen ein Login zugeschickt. Das war's. Sie gehen in einen Browser, rufen in diesem Browser eine URL, also eine Adresse auf und Sie bekommen von uns Login-Daten. Wir fahren nirgendwo hin und installieren gar nichts. Also wir haben keine Installationskosten. Wir haben Kunden, wir haben ein Demo-Portal, wo Kunden schon vorher probieren können. So wirklich spielen können, dass sie nicht irgendwelche Buchungen betreiben. Wir haben dann individuell Schulungseinsätze, die wir selbst auch dann an Partner von e-tron übergeben oder wir selbst dorthin gehen, wo man sich Stundensätze vereinbart oder wo es aufgrund der Größe der Installation sozusagen im Gesamtpaket einfach inkludiert ist. Aber ja, Sie haben, das ist wahr und richtig, wir haben bis jetzt, ich kenne keine Installationskostenpauschale, die wir jemandem verrechnet haben. Haben wir nicht. Gut, können wir vielleicht weitermachen. Der Herr, können Sie das Mikrofon bitte weitergeben? Ich hätte 2 Fragen an den ersten Referenten aus Sicht des Konsumenten. Sie haben erwähnt, dass der Rechnungsaussteller dem Konsumenten nicht bloß einen Bon geben kann, sondern er bittet ihn, sein Handy mit NFC quasi freizumachen und ich überspiele ihm direkt diesen Kassenbeleg digital auf das Handy. Brauche ich als Konsument dafür eine spezielle App? Wie heißt die? Wo kann ich die runterladen? Und Frage 2, wenn ich mir als Konsument digital jetzt diesen Kassenbon runtergeladen habe, gibt es eine Weiterverarbeitung für mich, wo ich sehe, das sind alle meine Einkäufe, kann ich denn die Daten weiterverarbeiten sogar? Also wir sprechen von der NFC-Technologie, von Zukunftstechnologie. Die gibt es ja mittlerweile schon zuhauf und jetzt kommen schön langsam speziell die großen Unternehmen, dass sie das in die App des Unternehmens integrieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine große Supermarktkette, wenn ich dort Stammkunde bin, dann kann ich einfach mit dieser App von dieser Supermarktkette die Kassenbelege elektronisch erhalten und habe dann so ein kleines Einkaufsbuch zur Verfügung, wo ich dann alle Zahlen und alle Einkäufe mir aufrufen kann im Nachhinein. Das ist der Hintergrund. Aber tatsächlich ist es so, der Ist-Stand, es gibt noch keinen einzigen Anbieter, der das jetzt aktiv anbietet. Das ist alles noch in Testphase. Aber es wird sicher kommen. Ich habe noch eine Frage zu Kassensystemen, die schon am Markt bestehen. Also tauchen immer wieder Unternehmen, also mittlerweile habe ich den 3. Anruf zu dem Thema gehabt, von Unternehmen, die ja schon funktionierende Kassensysteme haben, wo die Warenwirtschaft integriert ist, wo es Schnittstellungen zur Buchhaltung gibt. Und diese Unternehmen sagen mir, dass sie mit 50.000 bis 80.000 Euro konfrontiert sind, was jetzt die Umstellung auf diese Manipulationsgeschichte betrifft. Das sind natürlich Härtefälle. Was würden Sie solchen Firmen empfehlen? Also wir haben den Vorteil oder genießen den Vorteil, dass unser Partner sozusagen in der Realisierung verpflichtet ist, das beizustellen. Aber ich glaube, von den Entwicklungskosten her wird das irgendwo nicht ganz falsch sein. Wenn man es von Anfang an mitbedacht hat, wird es einem etwas besser gehen, aber ich glaube schon, dass es ziemlich teuer ist. Also wenn man das wirklich integriert, das Kassensystem, und hier vielleicht internationale Entwicklerteams dann beschäftigen muss, dann hat man schon sehr, sehr hohe Kosten dabei, dass das Ganze funktioniert. Und in Europa haben wir halt leider die Herausforderung, dass jedes Land für sich sehr unterschiedliche Systeme vorschreibt. Und gerade Österreich hat jetzt noch zusätzlich noch eine der kompliziertesten und komplexesten Lösungen ausgewählt. Und daher
ist das Jammern natürlich in Österreich besonders laut. Aber es gibt genauso in Kroatien oder in Ungarn auch Vorschriften, wo sich solche Unternehmen dann anpassen müssen. Also die Fiskalverordnungen sind immer landesbezogen. Und das ist die große Herausforderung, wo man sich fragt, warum Europa, wo ist das einige Europa? Na gut, aber Monopollösung über ganz Europa zu stülpen, ist, glaube ich, das ist halt technisch schwierig, auch etwas, ja. was wir ja nicht wollten, auch als Wirtschaftskammer nicht. Da wollten sie uns ja diese Insika-Lösung aus Deutschland aufs Auge drucken, sage ich mal. Und da haben wir uns ja wirklich gewehrt, Gott sei Dank gewehrt, weil ansonsten würde es ja nicht so viele individuelle Lösungen geben, wie es jetzt gibt. Oder sehe ich das falsch? Auf jeden Fall hat das beschleunigt und das Angebot ist da sehr groß geworden. Wir haben aber auf der anderen Seite auch so Härtefälle wie ein Marktfahrer, der im Salzburger Bereich auch in Deutschland verkauft. In Deutschland kommt jetzt die Registrierkassenverordnung und der braucht dann im Prinzip zwei Systeme, die er nutzt. Wenn er in München am Markt steht, braucht er ein anderes System als in Österreich. Genau, und wenn er nach Kroatien fährt, schaut es wieder anders aus. Schaut es ganz anders aus, ja. Okay. Gibt es von Ihnen noch Fragen? Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wie viele Kassensysteme werden Sie noch in den nächsten Monaten verkaufen? Was schätzen Sie beide? Die momentanen Verhaltensmuster sind, es kommt eine neue Frist, plötzlich sinkt sozusagen das Interesse komplett. Es kommt die Frist näher, wir haben das heute wieder erlebt, plötzlich bestellen die Leute einfach von alleine. Also die kennen wir gar nicht. Die kommen irgendwo bei unserer Webseite registrierkasse.herold.at vorbei und plötzlich kommen bei uns Bestellungen an von Personen, die sich offensichtlich schon gespielt haben damit, weil wir das online anbieten. Aber ich hoffe noch viele. Ich sehe eine Branche oder einen Bereich ganz intensiv. Das sind alle Privatpensionen und Beherbergungsbetriebe im kleineren, also im ländlichen Raum, im kleineren Ausmaß. Ein ganz diffiziles Thema. Diese Leute sind schwerst verunsichert. Es gibt 60.000 solcher Betriebe. Ich gehe davon aus, dass dort maximal 5.000 bis 10.000 jetzt schon eine Kasse haben. Der Rest sicher noch nicht, da bin ich ganz sicher. Wir haben mit Urlaub am Bauernhof Gespräche geführt. Wir haben Konditionen mit denen vereinbart, um diesen Kunden, die sind auch bei uns Kunden, sehr viele davon, zu unterstützen. Also ich glaube, da kommt noch eine ganz, ganz große Ziffer an Unternehmen auf uns zu. Und ich bin auch ein bisschen so, das Thema Unternehmen ist ja das eine. Nicht? Wir haben in Österreich rund 400.000 Unternehmen, so grob über den Kamm geschoren. Aber jetzt haben wir die Vereine, wir haben die ganzen privaten Kleinunternehmerregelungen, die es da noch gibt. Wir haben sozusagen eine Vielzahl von Trainern, Lehrern. Gut, das heißt, es gibt noch einiges zu tun. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Ja, aber bei den Vereinen muss man schon sagen, also das wäre ja wirklich ein Schrei der Ungerechtigkeit gewesen, wenn die Vereine Registrierkassen frei gewesen werden und daneben steht das Gasthaus und muss eine Registrierkasse haben und die verkaufen halt irgendwie. Ja. Markus, wie viele Kassen schätzt du? Ja, noch eine fünfstellige Anzahl an Kassensystemen auf jeden Fall. Gut, dann wünsche ich Ihnen beiden noch gute Geschäfte. Ihnen noch einen schönen Abend. Wir laden Sie jetzt gerne ein von Austria Pro oder WKÖ noch zu einem kleinen Imbiss und zum Networken. Danke sehr. Danke. Dankeschön.